Die Liste der Duesenberg-Endorser liest sich inzwischen wie das Who is Who der Musikbranche. Von Sheryl Crows Gitarrist Peter Stroud über Dave Stewart bis hin zu Billy Gibbons gibt es inzwischen hunderte prominenter Duesenberg-Gitarrenliebhaber. Und das, wie die hier vorgestellte Duesenberg Starplayer TVOL Outlaw eindrucksvoll zeigt, vollkommen zu Recht. Sie ist die meistverkaufte Duesenberg-Gitarre überhaupt, was nicht zuletzt an ihrem offenen Sound, der perfekten Bespielbarkeit und der roadtauglichen Robustheit liegt. Bei dieser Duesenberg handelt es sich um eine Halbakustik-Gitarre mit Sustain-Block, Binding-Verzierungen und F-Loch. Die Decke besteht aus ausgesuchter Fichte und für die Rückseite entschied man sich für handselektierten Riegel-Ahorn. Der im D-Shape gehaltene Ahornhals ist einteilig, hat 22 Jumbo-Bünde und ein Fingerboard aus Rosewood. Insgesamt ist die Holzauswahl vorzüglich, wie der sensationelle Ton beweist. Auch die weitere Ausstattung ist klassisch. Eine Duesenberg Steel Saddle Bridge, ein Aluminium Stoptail Piece, ein Duesenberg Domino P90 Pickup, ein Duesenberg Grand Vintage Humbucker, ein Volumen und ein Tone Pottie. Natürlich ist zur Auswahl der Pickups ein 3-Wege-Schalter eingebaut. Für die Stimmstabilität spendierte Duesenberg Z-Tuners Mechaniken. Erhältlich ist diese wunderschöne Gitarre in Two-Tone Sunburst, Black Blue Sparkle, Silver Sparkle, Blank Sparkle, Surf Green, Trans Orange, Final Days White und als das hier vorgeführte Outlaw-Sondermodell. Zusammenfassend kann man nur sagen, dass Duesenberg mit der Starplayer TV eine herausragend gut klingende Gitarre vorstellt, die trotz ihrer unglaublichen Flexibilität sich stets einen eigenen Charakter bewahrt. Kein Wunder also, dass man sich beim Kauf dieser Gitarre in bester Gesellschaft wiederfindet. Mehr Informationen gibt es wie immer auf musicstore.de.